eine Otitis heißt erstmal eine Ohrentzündung. Und da gibt es die äußere Gehörgangsentzündung, die Otitis externa nennt man das. Da ist der äußere Gehörgang entzündet. Der ist meistens schmierig belegt und zugeschwollen und tut im Ohr sozusagen auch weh, aber es ist eine äußere Entzündung. Dann gibt es die Mittelohrentzündung, die Otitis media, die häufig bei Kindern vorkommt, die mit starken Schmerzen klagen. Und da geht es darum, dass eine Entzündung hinterm Trommelfell vorhanden ist, die dann häufig auch wieder von alleine abklingt. Allerdings, wie gesagt, sehr schmerzhaft ist. Manchmal platzt sogar das Trommelfell. Oder man muss, wenn sie nicht von alleine besser wird, sogar antibiotisch sie behandeln.